So, hast du mir doch nochmal anders überlegt. Ich hocke jetzt hier quasi unterm Tarp, nur habe ich es auf Halbmast geklappt. Guckt, da seht ihr es. Und was ich jetzt vorhabe, sobald ich einen Platz gefunden habe, wo ihr sicher steht, ist heute ein bisschen mühsam. Ach, so, jetzt hat. Ist jetzt hier gemütlich auf meiner Unterlegplane sitzend, ne? Gemütlich meinen Krempel zusammenpacken. Jetzt liegt der Rucksack natürlich zu weit weg, das macht aber nichts. Meistens mache ich es so, dass ich erstmal Häufchen mache, meine einzelnen Ausrüstungsgegenstände, also quasi schön so hinlege, wie ich dann später vorhabe, sie zu verpacken. Und dann hat man einzelne Häufchen und die packt man dann gemütlich in den Rucksack. So machen es, denke ich, die meisten. Und man kriegt auch schön den Überblick, hat man alles zusammen, was man zusammen haben möchte, fehlt was und so weiter und so fort. Und standardmäßig starte ich eigentlich immer gerne mit meinem Kopfkissen. Da lässt man dann die Luft erstmal raus. Das hat auch noch ein extra Packsäckchen, wo man es drin verstauen kann. Das ist das kleine Kopfkissen, hier nochmal ein extra Packsack hat, ist im Grunde Mumpitz, hat es halt. Braucht es das? Sicher nicht. Ist es irgendwie lustig, dafür noch mal ein extra Packsäckchen zu haben? Ja, das ist es. Aber ja, ne, das ist im Grunde, wie gesagt, relativ Mumpitzerei. Die Frage, wo habe ich das kleine Packsäckchen dazu? Das ist nämlich häufig der Fall, dass man das nicht findet. Da ist es. Also das könnte man problemlos auch ohne den Packsack und dann nochmal die 2,50 Gramm Zentimilligramm, 250 Milligramm, sagen wir es mal so. Nee, 2500 Milligramm, so rum. Egal, jedenfalls der Packsack wiegt auch was und im Grunde braucht man den nicht. So, jetzt Schlafsack. Schlafsack bzw. Quilt, eben wie gesagt in meinem Fall. Äußert sich so, dass ich hier wieder diese Festmacherchen losmachen muss. Sonst hängt das Ding nämlich noch an der Isomatte. Und ne, hier könnt ihr das auch nochmal schön sehen. So. Und noch ein bisschen ausschütteln. Weil gerade wenn man auf dem Waldboden genächtigt hat und keine riesen Unterlegplane gehabt hat, dann ist die Ausrüstung gerne mal noch ein bisschen mit Laub und möglicherweise noch kleinen Spinnchen und kleinen anderen Krabbelfreunden etwas ausgestattet. So, und der kommt jetzt hier rein. Schlafsäcke stopfen. Schlafsäcke nicht rollen. Warum nicht? Weil wenn man sie rollt, dann hat man immer an derselben Stelle den Knick sozusagen und dann kriegen sie irgendwann im Füllmaterial Sollbruchstellen. Das ist bei Daune nicht so wichtig, das ist bei Kunstfaser eher wichtig. Stopfen geht aber auch einfach schneller und es tut dem Schlafsack wirklich nicht schaden, wenn er gestopft wird. So, das wäre jetzt natürlich viel zu groß, aber jetzt machen wir Folgendes. Jetzt haben wir hier oben so einen lustigen Rand. Mit dem können wir das jetzt wunderbar zurollen und dabei die Luft rausdrücken. Ja? Und normalerweise würde ich jetzt auch noch meine Jacke hier mit reinschmeißen, aber da es heute nicht regnen wird, jetzt auf dem Weg zurück, kann ich die auch so separat im Rucksack befestigen bzw. verpacken. So, das wollte ich sagen. Daher ist es jetzt nicht unbedingt notwendig. So, jetzt haben wir hier diesen Rüssel. Dieser Rüssel dient dazu, dass man damit seine Isomatte aufpumpen kann. Aber man kann den Rüssel auch wunderbar verwenden, um hier eben die Luft aus dem Sack rauszudrücken. Und dann kriege ich hier im Endeffekt dann ein sehr, sehr kompaktes Schlafsack-Verstausystem hin. Hoppla. Ja, Vorführeffekt, ne? So sollte das eigentlich nicht aussehen. Dann machen wir leider nochmal auf. Ich mach das dann im Zeitraffer schnell.
So, und im Endeffekt sollte der dann hinterher so aussehen. Kriegt man noch ein bisschen kleiner, muss aber gar nicht für den Zweck. Ne? Also das passt auch so dann ganz gut in den Rucksack. Das kann ich jetzt zur Seite legen. Als nächstes kommt die Isomatte. Da gibt es zwei Methoden, die glatt zu kriegen. Entweder rollen, wieder aufrollen, nochmal rollen, wieder aufrollen, nochmal rollen und so weiter. Oder die ganz komfortable, wenn auch etwas traurige Methode. Man legt sich einfach nochmal drauf. Bis er halt platt ist. So. Jetzt reicht das erfahrungsgemäß noch nicht, wenn man direkt ganz, ganz sämtliche Luft raus haben möchte. Dann mache ich das Ventil nochmal zu. Und dann muss ich halt doch einmal rollen, aber ich muss nicht mehrfach rollen. So. Auch hier kann man natürlich immer noch mal ausschütteln zwischendurch. So, und jetzt seht ihr, hier ist jetzt noch mal Luft drin. Dann machen wir das Ventil noch mal auf, rollen das Ganze noch mal fertig. So, und jetzt ist die auch leer. Und wichtig, ich will sie ja gar nicht aufgerollt, weil die stellt ja die Rückenversteifung für meinen Rucksack dar. Ja, und drum möchte ich sie gern gefaltet. Oh, da hängt die Schnecke dran. Das habe ich schon befürchtet. Es war so angenehm schneckenfrei heute Nacht. Die kriechen nämlich super gerne unter Isomatten. Also Isomatten habe ich schon häufig dann einfach mal putzen müssen vor lauter Schneckenschleim. Dann noch mal ein bisschen mit Desinfektionsspray drüber. Und dann muss das halt reichen, weil besser wird es dann nicht mehr. So, und in dieser Form kann ich sie jetzt hinten in meinen Rucksack reinpacken, mache ich auch gleich. Dann stabilisiert sie noch zusätzlich ein bisschen den Rucksackrücken, weil der hat ja keine Versteifung im Rücken. Und alles, was ich vorne dran packe, ist auch damit so ein bisschen mehr stabilisiert, dass da einfach im Rücken so eine Art Platte drin ist. Jetzt ist das eine ziemlich flexible Platte, aber ein bisschen helfen tut es doch. Und stabilisiert den Rucksack deutlich mehr, als wenn man einfach sagt, man rollt die Isomatte zusammen und steckt sie unten rein. Okay, das sind schon die wesentlichen zwei großen Dinge gewesen. Ja? Jetzt haben wir noch die Regenkleidung. Die kann man einfach so als Knödel zusammenknödeln. Man kann sie auch schön zusammenlegen, ist relativ egal. Die kommt ja in jedem Fall außen, also nicht in den Schlafsacksack. In den Schlafsacksack hätte ich jetzt zum Beispiel auch noch meine Mütze reinmachen können. Wo ist sie? Hier ist sie. Die hätte ich noch mit, habe ich jetzt einfach vergessen. Ja. Aber auch für kurze Strecken ist das jetzt natürlich erstmal egal, aber optimaler wäre es gewesen. Ich brauche dringend mal für Touren, bei denen ich diese krasse Jacke nicht benötige, also bei fast allen, wenn es jetzt nicht wirklich in den Urlaub nach Norwegen oder sonst wo geht, brauche ich dringend mal noch eine kleinere und leichtere Regenjacke als dieses Monster hier. Das ist zwar für das, was sie kann, ist sie leicht und sie ist auch klein verpackbar für das, was sie kann, aber sie ist überhaupt nicht notwendig für einfach irgendwo in Deutschland. So, hier ist mein Utensiliensack, den kennt ihr noch gar nicht. Da kommt eigentlich sämtlicher Kleinkram rein, zum Beispiel Taschenlampe, Klopapier, alles was nicht in die Hosentaschen soll, wenn man möchte, kann man da zum Beispiel auch das Handy-Ladekabel und die Powerbank, je nachdem, was man noch nachts so getrieben hat, beziehungsweise abends. In vielen Fällen ist man müde am Ende des Tages. Ja, man guckt vielleicht noch ein kleines Filmchen auf YouTube und dann legt man sich hin und dann pennt man. Ja, in vielen Fällen braucht man auch nicht mal ein Filmchen auf YouTube.
Je nachdem hast du auch nur wenig Akku. Selbst wenn du eine Powerbank mitschleppst, hast du trotzdem möglicherweise nur begrenzt Akku. Das kommt auf die Art der Tour an. Aber eine Powerbank dabei zu haben, ist in den heutigen Zeiten, gerade wenn man ein Handy hat, das auch nur noch alt ist und nur noch einen schwachen Akku hat, da ist das sicherlich ganz sinnvoll. Dann braucht man logischerweise auch noch ein Ladekabel. Wiegt beides selbstverständlich auch noch was. Und weil es feuchtigkeitsempfindlich ist, kommt es hier in meinen Sack. Ebenfalls in meinen Sack kommt der Müllbeutel, das ist auch schon alles. Der Müslibeutel hat noch ein bisschen Müsli drin, sonst wäre er noch auch was, was man in den Müllbeutel integrieren könnte. Da ich jetzt meine Wurst noch nicht aufgemacht habe, meinen Riegel noch nicht gegessen habe und so weiter und so fort, hält sich die Menge Müll in Grenzen. So, wer benutztes Klopapier hat, kann das selbstverständlich auch hier mit reinpacken. Der Wald wird es einem danken. Es ist so, dass die Gentleman-Version der Waldtoilette. Ja, man kann das auch vergraben. Wichtig, auf keinen Fall einfach so irgendwo liegen lassen. Schon gar nicht, wenn es für was anderes, für genau das benutzt wurde, wofür es ursprünglich gedacht ist. Dann wäre es einfach fein, wenn man das verbuddeln würde. Vorher eine Kuhle ausgraben, Inhalt Kuhle voll machen sozusagen, Klopapier oben drauf, Kuhle wieder zuschütten. Das ist die einfachste Methode. Das kann man einfach mit dem Fuß aufkratzen, bisschen den Boden aufkratzen. Das ist ganz, ganz simpel. Gerade wenn man bei uns im Wald unterwegs ist, ist das überhaupt kein Problem. Noch besser natürlich wirklich die Gentleman-Variante der Entsorgung vom Klopapier besteht in, man nimmt es wieder mit, man packt es in ein Plastiktütchen ein, man entsorgt es daheim am vorgesehenen Ort. Und das wäre also so das Nonplusultra. In meinem Fall mache ich das inzwischen meistens so. Meistens. Nicht immer, aber meistens. So, dann habe ich hier noch mein Mückennetz. Das habe ich eben schon off-Kamera wieder eingepackt. Das ist halt ein Luxusartikel. Hat mir heute Nacht sehr gute Dienste geleistet. Die Mücken kamen nämlich durchaus noch eine Weile und sind dann halt nicht reingekommen. Sicherlich nicht das luxuriöseste Mückennetz aller Zeiten, aber es erfüllt seinen Zweck und kann da prima drunter schlafen. Es macht natürlich ein bisschen Mühe, wenn man dann nachts noch auf Klo muss. Dann muss man da erstmal drunter hervorkriechen und so weiter. Dann lege ich ein paar Gegenstände meistens noch neben mich, nebens Bett sozusagen. Häufig der Geldbeutel, weil der einfach zu klobig ist. Hier steht, ich soll Frau noch ein paar Nadelbaumzweige mitbringen. Was sie damit wohl vorhat. Autoschlüssel, häufig noch normalen Schlüssel, fettes Messer und so weiter. Wenn ich mit Hose übernachte, also die Hose anbelasse zum Schlafen, das ist bei mir meistens temperaturabhängig, dann kommt erst recht alles nebendran, weil da willst du nicht noch volle Hosentaschen haben, logischerweise. Gut, das ziehen wir dann nachher, packen wir nachher wieder rein in die Hose. Jetzt haben wir noch einen letzten Rest Fressalienbeutel. Normalerweise wäre ein eigenes Säckchen in Form von diesem roten Säckchen mit Futter jetzt noch da. Ja? Dadurch, dass ich aber schlicht und ergreifend gar keine großen Mengen Futter mehr habe, Futtersäckchen daheim abmessen, dann hier so aufzwirbeln. Ziplock-Beutel halten halt nicht so gut wie sowas, was wirklich einen Knoten haben kann. Und dann kann man entweder einen richtigen Knoten machen, den man hinterher dann nicht mehr aufbekommt, oder man macht einfach hier so eine Schlaufen-Variante. Ja, ist gar nicht so einfach mit solchen Tütchen, wenn man es dann noch zeigen möchte. Also, wir machen unten eine Schlaufe. Und jetzt machen wir hier auch eine Schlaufe. Und jetzt gehen wir mit der Schlaufe da rein. So, und das ziehen wir jetzt fest mit unten. So, und jetzt haben wir das natürlich viel zu weit oben mit so einem Spezialknoten verschlossen. Der sollte weiter unten sitzen im Idealfall. Und wenn man das jetzt wieder aufkriegen möchte, dann braucht man im Grunde hier nur ziehen. Und dann geht der Knoten wieder auf. Das hält also für den Transport sehr gut. Und wenn man die Tüte später wieder aufmachen möchte, geht es ebenfalls sehr gut. Ja? Nur damit ich das mal gezeigt habe. Ohne erklären geht das dann auch relativ flott. Weil ich keinen extra Fressalienbeutel habe, mache ich das jetzt in den roten Utensilienbeutel. Dann haben wir hier noch den Kocher. Den habe ich auch wieder zusammengebaut, den kennt ihr ja von gestern Abend, was da drin ist. Und das kann man jetzt da auch noch schön hinlegen. Bodenplane liegt hier noch und jetzt kommt noch der Wassersack.
Wassersack hat noch Wasser drin, ich brauche aber keins mehr, das heißt, ich mache den jetzt noch leer. Wäre er voll, würde er außen an den Rucksack kommen, der ist jetzt aber gleich nicht mehr voll und dementsprechend kann ich ihn auch einpacken. Das ist ja gerade das Schöne bei diesen Wassersäcken, sie sind klein verpackbar, wenn leer. Und wenn nicht die Notwendigkeit für zusätzliches Wasser besteht, dann hat man die auch ruckizucki eingepackt. Tab wäre jetzt natürlich noch ein Thema, aber wie gesagt, das würde ich jetzt erst allerletztes dann noch zusammenpacken. Das müsst ihr euch einfach dazu denken. Denn da wird noch ein bisschen mit experimentiert und gefilmt. So, zack, Wassersack da auch bereit. Das da bereit, Telefon kommt in die Hosentasche. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch einpacken. So, hier nochmal mein Rucksäcklein, ne? Und wie gesagt, da soll jetzt alles rein. Da habe ich ja schon gesagt, zur Stabilisierung erstmal die Isomatte. Die ist ein kleines bisschen zu lang, aber das ist halt einfach so. Die biege ich dann oben meistens noch um, beziehungsweise man kann sie auch unten drin ein bisschen umbiegen. Dann passt das eigentlich ganz gut. So. Hier ist jetzt dahin quasi die Rückwand, leicht stabilisierend, Betonung auf leicht, Wunder darf man nicht erwarten. So, wichtig ist beim Rucksackpacken immer gucken, dass man nicht alles Gewicht auf die Seite packt und hier nur leichte Sachen hin, das trägt sich hinterher grauenvoll. Grundsätzlich empfiehlt sich auch unten eher leichte Sachen reinzupacken. Die Dinge, die richtig schwer sind, die schwersten Sachen, wenn man es arrangieren kann, kommen dahin, wo zwischen die Schulterblätter im Grunde, da wo der Rucksack dann später zwischen den Schulterblättern sitzt. Das ist meistens der Fressalienbeutel, bei mir jetzt nicht, weil ich halt kaum welche habe. Bei einer einfachen Übernachtung im Walde wäre das dann auch so. So, jetzt erstmal Schlafsack, den kann man noch weiter zusammendrücken, wenn sich das ergibt, dass das erforderlich ist und ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeug unterkriegen wollen würde, könnte ich da jetzt alles wirklich mit Schmackes auf den Schlafsack draufdrücken. Zum Beispiel den Wasserbeutel, den brauche ich, wenn überhaupt, erst abends, das heißt, der kann relativ weit unten verstaut werden. Das Mückennetz bzw. Wasserbeutel wäre sowas in der Mitte. Mückennetz kann ganz nach unten, das braucht man erst wieder zum Schlafen. Das Tarp kann ganz nach unten, das braucht man erst wieder zum Schlafen. Die Bodenplane, die habe ich gerne etwas weiter oben, weil ich mich mit der, wenn es einen kurzen Regenschauer gibt, auch gerne einfach mal zudecke, sozusagen als Regenumhang. Aber ansonsten kann die auch nach unten. Gleiches gilt für den Topf, wenn man nicht unterwegs noch ein Heißgetränk machen möchte oder ähnliches, kann der auch schön nach unten. Und wo habe ich denn mein Mückennetz? Achso, das Mückennetz habe ich doch, das habe ich gerade verpackt, ne? Gut, Utensilienbeutel hängt davon ab, was drin ist. Gehe ich jetzt auch schwer von aus, dass ich den jetzt demnächst nicht brauchen werde. Dann noch mein kleiner Schwamm, den mache ich mir jetzt hier noch außen rein. Und dann machen wir da auch schön zu, bevor da was verloren geht. Utensilienbeutel auch immer schön zumachen. So ein Packsack, die sollten wasserdicht sein, also zumindest das Material. Dann sind die hier oben nicht vollständig schließend, das ist egal, die willst du ja nicht in den Fluss schmeißen, sondern er soll wirklich regensicher sein. Und regensicher ist das auf diesem Wege allemal. So, und dann kann man noch die Mütze, die werde ich auch erst, also würde ich erst wieder abends brauchen, insbesondere da ja Sommer ist. Dann kann man das Ganze mit einzelnen Kleidungsstücken, die sind super, um Hohlräume auszupolstern. Jetzt habe ich nämlich diverse rundliche Sachen da reingepackt. Da entstehen logischerweise ein paar kleine Hohlräume dazwischen. Drum packe ich die nicht groß zusammen und packe die nicht auch noch in eine Tasche, sondern nehme die locker und stopfe die jetzt überall, wo Hohlräumchen entstanden sind, in die Hohlräumchen rein, um die Hohlräumchen quasi ein bisschen auszuwattieren sozusagen. Gleiches kann man auch mit der Regenjacke machen, es ist nur nicht notwendig. So, und jetzt habe ich hier noch locker Platz für jede Menge anderes Zeug. Das Tarp, wenn es dann zusammengepackt ist, das hat ungefähr auch noch mal so ein Säckchen. Ja? Also das passt da auch noch recht bequem rein. Im Grunde habe ich jetzt bloß noch hier meine Plane, meine warme Jacke, die ich jetzt dann ausziehen werde zum Wandern. Die muss dann auch rein. Die hat natürlich noch mal relativ viel Volumen und es ist auch eigentlich warm genug. Zack.
Zack. Und da ich den Rucksack sehr hoch trage, in einer hohen Einstellung, wäre jetzt erst, wenn alles andere drin ist und möglicherweise auch noch, wenn das Tarp drin ist, in das, was jetzt noch an Platz verfügbar ist hier, ne? Das ist schon noch viel mehr Platz, als man denkt, zumal man das nach unten jetzt beliebig auch noch quetschen könnte, wenn man das dann wollen würde, wenn man noch Platz bräuchte. Und das wäre jetzt alles für Futter. Ja? Also Tarp und Futter. Und das geht dann ganz gut. Und Kleinkram kommt dann noch hier ins Deckelfach. Da ist ja, wie gesagt, auch schon noch ein bisschen was drin. Ein bisschen Salami, ein bisschen noch ein Snack. Häufig habe ich da gerne noch so mein Tagesproviant, so für Snacks für unterwegs noch drin. Das ist es. Ja, jetzt ist der Rucksack weitestgehend gepackt, bis auf die zwei Sachen, die ich jetzt halt hier eben noch kurz brauche. So, dann zeige ich euch gleich noch, wie man den Lagerplatz dann richtig verlässt und dann haben wir's. So, eine letzte Sache ist jetzt noch zu tun. Wir haben es fast. Nämlich, da könnt ihr sehen, da habe ich gelegen. Und das könnt nicht nur ihr sehen, sondern auch jeder andere, der hier vorbeikommt. Das ist zwar durchaus nicht wahrscheinlich, aber man muss ja nicht freundlicherweise dieses Zeichen der eigenen Anwesenheit jetzt noch da lassen. Müll liegt keiner mehr rum, Bäume sind keine kaputt, Äste habe ich keine zusammengekarrt. Ich habe kein Feuerlein gemacht, man kann keine Feuerstelle finden. Feuerstellen sind unversteckbar. Also man kann sie zudecken, aber sie sind dann immer noch da und wer sie sucht, kann sie finden. Das ist also auch immer so eine Sache. Daher, wenn man kein Feuer macht, ist das grundsätzlich beim wilden Übernachten im Walde ohnehin immer zu empfehlen. So, und will man jetzt nicht, dass es hier so aussieht, als sei hier jemand gelegen, dann macht man einfach noch ein bisschen diesen. Ja, da reicht schon ein kleines bisschen, einfach mal ein bisschen durchschlorben, als sei Herbst. Ja, und schwuppdiwupp sieht man schon fast nicht mehr. Da vorne noch mal ein bisschen. Schwupp, schwupp, fertig. Was ist das? Das ist ein Holz. Ne? Das ist nichts von mir. Gut, ja. Und das ist es im Grunde gewesen. Ja? Dann irgendwelche Müll, wie gesagt, auf keinen Fall zurücklassen. Falls man organische Spuren hinterlassen hat, dann hat man die hoffentlich auch versteckelt. Und das war's. Jetzt kann man hier weggehen und keiner weiß, dass ich hier war, außer ich. Ja? Und so soll es idealerweise sein. Wer Angst hat, erwischt zu werden, für den gilt dann noch die Regel spät kommen, früh gehen. Heißt früh mein vor 7 im Idealfall. Oder dass man vor 7 zumindest alles so weit abgebaut hat, dass da nur noch ein kleiner Rucksack rumliegt. So ein kleiner Rucksack hat also als letzte Sache, die ich noch erzählen möchte, eben auch noch den entscheidenden Vorteil. Damit kannst du behaupten, du gehst einfach nur eine Runde wandern und hast noch eine dicke Jacke dabei und viel zu trinken, noch was zu essen und noch einen Regenponcho, einen großen und lass dir was einfallen, eine Picknickdecke. Dann hast du halt noch eine Picknickdecke da drin. Ja, da kannst du dich rausreden, wenn du mit dem Rucksack im Walde angetroffen wirst. Rennst du mit so einem Expeditionsrucksack, den man mit normaler Übernachtungsausrüstung, günstiger Übernachtungsausrüstung fast schon braucht, durch den Wald, dann ist auch klar, was du vorhast und da könntest du dann möglicherweise auch noch eher drauf angesprochen werden. Ne? Also das spielt auch nochmal eine Rolle, weshalb ich wirklich froh bin, dass ich inzwischen für eine normale Waldübernachtung und bei dieser Gepäckmenge hier angekommen bin. Ja. Das ist nämlich wirklich, das könnte als Tagesrucksäckchen absolut durchgehen. Gut, dann, das war's. Ich hoffe, hat euch weitergeholfen, falls da überhaupt das Interesse daran bestand, dass es euch weiterhilft. Wenn nicht, war es hoffentlich ein kleines bisschen unterhaltsam. Und wenn keins von beiden zutrifft, dann habt ihr jetzt viel Zeit in den Sand gesetzt. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ja, dann wahrscheinlich wieder was rein Theoretisches. Tschüss. Sodala, Tarpbau. Ja, dazu muss man beachten, erstmal, wir brauchen ein Tarp. 2x3 Meter ist das Minimum für eine Person. Möglicherweise gibt es Menschen, die mit noch weniger auskommen. Das würde ich aber auf keinen Fall empfehlen wollen. 2x3 Meter sollten es schon sein. 3x3 Meter ist so der Klassiker, das haben die meisten. 3x4 Meter ist dann die Luxusvariante. Mehr braucht man als Einzelperson sicherlich nicht. Das ist Quatsch. So,
Das braucht man also erstmal. Sollte nicht mehr kosten als 30, 40 Euro, wenn man sich wirklich ein richtiges Tarp kaufen möchte. Es tut aber auch eine Alpdeckplane aus dem Baumarkt. Die hat halt nur Ösen und keine Laschen. Die hält vielleicht nicht ganz so lange durch, je nachdem. Ist auch nicht sehr UV-beständig, aber tut es für den Anfang vollkommen. Kostet, keine Ahnung, 15 Euro, je nachdem. Wenn sie gerade bei Aldi im Angebot ist, auch nur 10, je nachdem, wie gesagt. Sollte halt Ösen und Laschen haben, mindestens mal 6. Heißt jeweils am Giebel und jeweils an den Ecken. Das wäre schon die Mindestzahl. Ja? Je mehr, desto besser. Wenn es 12 sind, schön. Wenn es 16 sind, noch besser. Da hat man also ganz viele Aufbaumöglichkeiten. Gerade wenn man da ein bisschen experimentieren möchte, möchte man gerne viele Ösen haben. Und dafür solltet ihr wirklich nicht mehr als 40 Euro ausgeben. So, dann braucht ihr Heringe. Da tut es irgendwas Einfaches. Oder man kann sie auch selber schnitzen. Das ist ohnehin ein schönes Projekt. Wer da nicht Wert drauf legt, was unglaublich Leichtes zu haben, die sollte man wahrscheinlich kaufen. Und der keine Lust hat, jedes Mal sich jeden Abend selber welche zu schnitzen, der sollte vielleicht auch welche kaufen. Aber auch da ist es relativ egal. Für Waldboden empfehlen sich diese einfachen L-förmigen. Hier ist so ein L-Haken und ansonsten so eine lange Metallstange. Die empfehlen sich für Waldböden nicht immer. Die können zu humos sein, dann rutschen die schnell wieder raus. Da sollte es also schon was sein, was ein bisschen breiter ist. Oder ihr schnitzt euch, wie gesagt, selber was. So, und dann braucht ihr Strippen. Anbieten tut sich das gute alte Paracord. Das ist ein Klassiker in der Outdoor-Szene. Das gibt es für einen Apfel und ein Ei, 15 Meter für 8 Euro, irgendwie sowas. 550er Paracord heißt das auch. Das ist einfach super zum Knoten machen, super für den Einstieg. Definitiv eine der besten Tarp-Abspannschnüre, die man für den Einstieg wohlgemerkt erstmal haben kann. Und das hat einfach noch eine sehr angenehme Haptik zum Knoten. So, und dann gibt es zwei Knoten, die man für einen Tarp braucht. Minimum, man kann da natürlich auch noch ganz tolle fancy Sachen machen, aber für den Einstieg reichen zwei Knoten vollkommen aus. Den einen kennt ihr schon, ihr macht eine Schlaufe und jetzt macht ihr einen Knoten in die Schlaufe. Und was habt ihr dann? Dann habt ihr eine solche Schlaufe. So, und da könnt ihr jetzt einen Hering durchpacken und das Ding zieht sich weder zu noch geht es weiter auf und ist einer der simpelsten Knoten der Welt. Und da macht er den Hering durch, hängt den so in den Boden und auf die andere Seite muss Spannung. Das ist nicht mehr ganz so simpel, den Knoten muss man können, das ist nämlich ein Spannknoten. So, da machen wir jetzt eine Schlaufe. So, hier, ne? Zack. Genug Seil lassen, damit wir dann auch hantieren können. Nehmen wir noch etwas mehr. So. Und jetzt gehen wir mit diesem Ende einmal durch die Schlaufe. Ja, so ganz langsam. Zack. Ich kann das mit der Kamera leider nicht näher ran, aber jetzt sind wir hier einmal durch die Schlaufe und das Seil hängt hier so. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Nochmal durch die Schlaufe. Schwupp, Seil hängt so. Das ziehen wir dann zusammen, dass wir hier so zwei solche kleinen Mini-Schlaufen kriegen. Das darf ruhig feste sein. Sollte dann so aussehen. Ja? Und das heben wir uns dann gerne auch mal fest. Und jetzt haben wir hier wieder das Seil. Damit gehen wir jetzt von so rum um das Trägerseil, ja, und durch die entstandene Schlaufe hindurch. Flupp, habt ihr das hoffentlich erkennen können. Ja? So, und das Ganze ziehen wir jetzt gleichmäßig an allen Strippen nach und nach fest und dann bekommen wir hier so einen von der Seite gesehen drei Würstchen übereinander Knoten und der hat jetzt die wundersame Eigenschaft, dass der sich verschieben lässt. Kann man die zugrunde liegende Schnaufe größer oder kleiner machen und mit in dieser Schlaufe, hier haben wir jetzt quasi unser Tarp drin festgemacht. Ja? Also da ist jetzt natürlich kein Tarp, aber das ist der Spannknoten, dass man das hier mit festmacht. Und je nachdem, wie groß man dann diese Schlaufe macht, wird das zugrunde liegende Seil kürzer oder länger. Ja? Und damit kann man das tatsächlich spannen. Und das Lustige ist, kommt hier jetzt Zug drauf auf unsere Schlaufe, mit der wir das festgemacht haben. Dann ist die stabil, dann bewegt die sich nicht mehr. Die bewegt sich nur, wenn man den Knoten greift und den verschiebt. Nur dann, nicht so.
Na? Und das ist der wesentliche Knackpunkt. Und das könnt ihr euch jetzt beliebig oft angucken, bis ihr diesen Spannknoten hinkriegt. Der ist wirklich ziemlich simpel. Gibt es sicherlich noch bessere Tutorials im Internet. Könnt ihr mal nach Top-Segel Shortsteak suchen, ist ein Name davon. Der hat noch diverse andere Namen und ich habe auch schon mal ein separates Video dazu gemacht, wo man das auch besser sieht, weil ich dann eine dafür geeignetere Kamera verwendet habe. Aber das ist es. Ja? Das ist im Grunde ein Tarpspannseil. Hier unten mit einem Schläuchlein für den Hering. Hier mit einem Topsegel-Shortstick-Spannknoten, fertig. Diesen Spannknoten macht ihr einfach überall, wo nicht ein Hering am Seil hängt. Ja, einfach überall. Da müsst ihr nicht überlegen, soll ich hier jetzt einen Topsegel machen oder soll ich hier jetzt einen normalen Knoten oder was für einen Knoten machen. Macht ihn einfach überall und habt da gleich Übung. Zu viele davon kann man eigentlich nicht haben. Ich mache die auch nahezu immer überall. Und dann kann man übrigens, wenn man nachts raus muss, um das Tarp nachzuspannen, und das muss man, wenn es regnet, weil Tarps sind aus Nylon. Nylon dehnt sich ein bisschen aus, wenn es nass wird. Nur minimal, aber das reicht, dass es dann durchhängt. Es wird euch nicht davonfliegen, es gibt keine große Katastrophe, aber ihr wollt es ja vielleicht doch nochmal straff haben. Und dann steht er halt kurz auf, lugt unterm Tarp hervor, zieht hier schnell noch mal ein bisschen nach, macht das gleiche auf der anderen Seite oder an allen Punkten, wo hier, da ihr ja nur Spannknoten gemacht habt, habt ihr ja überall Spannknoten und dann könnt ihr da jeweils noch ein Stückchen nachspannen und das macht ihr vier bis sechs Mal oder je nachdem, wie viel Schnüre ihr verbaut habt und schwuppdiwupp hängt euer Tarp, auch nachdem es geregnet hat oder während es regnet, wieder wie eine Eins, ist jetzt nass, wird sich dann auch nicht noch mal ausdehnen, dann bleibt die Spannung auch erhalten, bis das Tarp irgendwann wieder trocknet, in dem Fall habt dann ein besonders gut gespanntes Tarp, weil dann nimmt die Dehnung wieder etwas ab und dann spannt sich von alleine noch mal fester nach. Aber kaputt gehen sollte es davon eigentlich nicht. So, das war auch schon die Tarp-Theorie. Was wiegen die Dinger? Und über ein Kilo solltet ihr nicht mitschleppen. Das wäre dann extrem schwer für ein Tarp. Und ich möchte noch mal betonen, das habe ich an anderer Stelle auch schon getan, aber trotzdem. Möchte ich nochmal betonen, es ist sinnlos für eine Waldübernachtung ein ultra stabiles Tarp zu kaufen, weil das ist dann so stabil, dass es wahrscheinlich noch hält, wenn die Bäume bereits umfallen. Und davon habt ihr nichts. Weil wenn die Bäume umfallen und ihr seid noch im Wald, dann habt ihr ein Problem. Egal, ob euer Tarp das aushält oder nicht, das ist Quatsch. Ja, daher sehe ich das irgendwo nicht ein. Manchmal findet man Angaben von Denier Nylon, ja, das geht so irgendwo von 8 bis 60. 60 ist Overkill, braucht kein Mensch. 40 kann man machen, 20 reicht völlig. 8 wäre Spezialanwendung für Leute, die wissen, was sie tun. Ja. Je höher der Wert, desto stabiler letztendlich das Tarp, desto reißfester. Meins hier hat tatsächlich nur 8, damit komme ich aber wunderbar zurecht. Oh. Ist Geschmackssache. Ja? 20 würde ich empfehlen, 40, wer unbedingt auf Nummer sicher gehen möchte, 60 ist Unsinn, noch höher, völliger Schwachsinn. Ja, das braucht kein Mensch. Ja, das brauchst du, wenn überhaupt, dann als Gebirgsunterkunft, wenn du bei stärksten Orkanböen in den Alpen, im Himalaya oder sonst wie ein Tarp verwenden möchtest. Da musst du aber auch genau wissen, warum du da bitte ein Tarp verwenden möchtest. So, und jetzt zeige ich euch noch, mal abgesehen vom Standardaufbau, den wir schon kennen, noch einen sturmstabilen Aufbau für den Fall, dass es dann doch noch mal richtig mieses Wetter geben sollte. Und mit den zwei Aufbaumethoden seid ihr fürs Erste auch schon vollkommen bedient. Da könnt ihr dann selber experimentieren, was euch noch einfällt oder irgendwas nachbauen, was ihr woanders auf YouTube gesehen habt. Da gibt es noch zigtausend Varianten. So, dala. Also, das hier, was wir hier jetzt sehen, ist der Basistarpaufbau. Ne? Tarp einfach gespannt zwischen zwei Bäumen, jeweils an der Dachfirst-Abspannvorrichtung. Ne? Jedes Tarp, das ihr hoffentlich besitzt, sollte zumindest so eine Dachfirst-Abspannvorrichtung haben. Möglicherweise hat es davon auch mehrere, wenn es nämlich quadratisch ist. Also das klassische 3x3 Meter Tarp, das ist logischerweise quadratisch und hat keine lange und keine kurze Seite, sondern alle Seiten gleich lang. Und dann hat es praktischerweise eben auch vier solche Punkte jeweils in der Mitte von einer langen Seite. Also es gibt den Mittelpunkt, den Eckpunkt. Teilweise gibt es noch welche dazwischen, das hängt dann ganz von der Ausführung ab. So, in diesem Fall, so kann man es eigentlich fast immer erstmal aufhängen und dann, wenn es so hängt, dann kann man überlegen, beziehungsweise wenn man es so hat, kann man entweder jetzt die Ecken
wie ich euch das im Hauptaufbau ja schon gezeigt habe, dann noch zur Seite wegspannen. Dann hat man das Standard schwebende Dach. Also ganz klassischer Tarpaufbau. Ist jetzt aber schlechteres Wetter oder wir hatten einen klassischen Tarpaufbau gemacht und das Wetter droht schlechter zu werden, dann kann man schnell noch umbauen auf die wettergeschützte Variante, die erstmal prinzipiell so ähnlich aussieht. Und jetzt haben wir ja an sämtlichen Strippen unsere schönen Spannknoten gemacht. Das heißt, wir haben es jetzt auch nicht großartig schwierig, diesen Spannknotenspannungen zu nehmen. Dann können wir die nämlich in der Höhe am Baum verschieben. So. Das heißt, wir nehmen die eine Seite vom Tarp, ja, und machen hier unseren Spannknoten locker. Und dann können wir nämlich das Ding am Baum einfach so weit runterschieben, wie wir wollen. Und wir wollen in diesem konkreten Fall jetzt das Ganze tatsächlich ziemlich weit runterschieben. Denn je näher wir am Boden sind mit dem Tarp, desto weniger kann da auch der Wind drunter pfeifen, beziehungsweise der Regen entsprechend drunter regnen. Ja? Also wirklich schön tief, Höhe 30, 40, 50 Zentimeter, je nachdem wie mies das Wetter ist auf der einen Seite. Ja? 30 Zentimeter ist das Minimum, weiter runter müsst ihr eigentlich so gut wie nie. Da müsste schon ganz, ganz schlimmer Sturm sein, aber in dem Fall sollte man sich sowieso nicht mehr im Wald aufhalten. So, und jetzt nehmen wir zwei Heringe und da können wir jetzt sogar drüber schreiten und spannen die Ecken direkt auf den Boden ab. Ja? Hoppla. Das heißt, wir brauchen da auch gar keine Strippe zum dran festmachen, sondern wirklich direkt auf den Boden, in den Boden. Zack. Und das gleiche Spielchen auf der anderen Seite und schön auf Spannung. Zack. So. Ja, also von der Seite droht uns jetzt kaum noch irgendein Wettereinbruch. Das ist jetzt schön niedrig. Es ist nicht ganz auf dem Boden, damit wir da noch einigermaßen Platz drunter haben. Darum auch eben noch nicht ganz auf dem Boden. Und was wir jetzt auf jeden Fall machen können, ist jetzt die mittleren Abspannpunkte. Da kann man sich jetzt aussuchen, je nachdem wie mies das Wetter ist. Entweder spannt man das direkt zum Boden ab. Ja, das ist natürlich für den besten Wetterschutz, auch für die niedrigen Temperaturen, wenn der Wind da drunter durchpfeift. Und man möchte aber gerne nicht, dass der Wind drunter durchpfeift. Dann spannt man es direkt zum Boden ab. Oder man macht hier noch eine Schnur dran, spannt es ein bisschen weiter nach außen. Dann hat man mehr Platz und man hat noch eine gewisse Luftzirkulation, die einfach dafür sorgt, dass es unterm Tarp nicht so feucht wird, weil die feuchte Luft, die wir ja anfeuchten durch unseren Atem, durch unseren Schweiß, durch unsere Anwesenheit, die wird dann einfach drunter weggepustet. Das hängt eben wirklich auch wieder maßgeblich davon ab, wie mies das Wetter denn eigentlich ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, es ist echt kalt und richtig schön windig und wir wollen eine möglichst warme, wettergeschützte Unterkunft haben. Übrigens, sowas ist dann rechtlich gesehen möglicherweise schon ein Zelt. Ja, da muss man sich dann einfach darüber im Klaren sein, dass das jetzt nicht mehr so legal ist wie das freischwebende Dächlein. Jetzt habe ich keine Heringe, hole ich schnell. Jetzt haben wir hier, also in meinem Fall hängen da jetzt schon Strippen, dankenswerterweise bereits Strippen. Und jetzt können wir uns überlegen, eben je nachdem von welcher Seite das Wetter kommt. Im Idealfall kommt das Wetter von da oder so schräg von hier, irgendwie so. Ja, dann müssen wir natürlich hier nicht ganz so dicht machen, dann können wir das relativ weit oben. Wir können das auch nach oben wegspannen, wenn jetzt hier ein Baum stehen würde, der hier jetzt nicht steht. Das ist aber kein Problem, dann nimmt man einen Stock, stellt hier einen Stock drunter, nimmt den als Stütze und spannt es dann vom Stock aus so zum Boden ab. Da seht ihr, wie ich meine. Oder aber wir wollen halt doch eben einen guten Wetterschutz haben und dann spannen wir es am langen Seil auch direkt zum Boden. Aber eben am langen Seil. Ne? So,
Ja, und das ist es im Grunde. So haben wir einen etwas komfortableren Einstieg. So haben wir eine gewisse Luftzirkulation auf der wettergeschützten Seite. Und wenn man es ganz, ganz, ganz bis zum Boden abspannen möchte, kann man das selbstverständlich auch tun. Dann ist natürlich nochmal wettergeschützter. Und wichtig ist jetzt vor allen Dingen auch noch zu erwähnen, man kann selbstverständlich auch die Seite, hoppla, nochmal komplett auf den Boden runterspannen, dann kann da halt gar nichts mehr reinkommen. Das wäre dann so das Nonplusultra-Wetterschutz-Tab, die Wetterschutzvariante. Ist eigentlich selbsterklärend, oder? Muss ich nicht viel mehr zu sagen, dürfte relativ verständlich sein, hoffe ich. Gut, ja. Das war es dann auch schon zum Tarpaufbau. Ja, hier ist doch noch spaßeshalber, wenn man da dann reinkrabbelt, dann sieht das tatsächlich so aus. Also heißt, ihr könnt es hoffentlich erkennen, ich habe schon noch Platz nach oben. Ich liege aber auch nicht auf der Isomatte. Und man sollte halt gucken, dass man mit dem Kopf im etwas höheren Bereich des Ganzen unterwegs ist. Dann klappt das auch einigermaßen. Ja, da hinten, da kommt auch nicht wirklich Wetter rein, eben weil die Öffnung so klein ist. Man kann sie dann auch noch mit dem Rucksack verstopfen, wie ich das hier plus minus gerade getan habe. Den könnte man natürlich noch weiter nach da packen. Da hat man noch mal ein zusätzliches bisschen Windwiderstand, zusätzliches bisschen Wetterwiderstand, sofern der Rucksack dann wetterdicht verpackt ist. Das wäre natürlich noch mal wichtig. Ja, und sitzen wird hier dann auch schwierig. Ja, also ich kann hier jetzt zum Beispiel nicht mehr wirklich sitzen, ohne an die Decke anzustoßen. Auch Ein- und Ausstieg sind etwas mühsam, aber ja, gewisse Aussicht haben wir auch noch. Wir können also zumindest mal in drei Richtungen gucken, ob da was kommt. Und ja, das sind dann so eben die Features dieser Variante. Wie gesagt, noch mal niedriger, noch besserer Wetterschutz, noch unkomfortabler. Je höher, desto gemütlicher, desto komfortabler, desto Blick 360 Grad. Aber eben abgesehen von Regen, der direkt von oben kommt, eben nur wenig Wetterschutz und überhaupt keinen Schutz vom Pustewind. Ne? So, aber das war es jetzt wirklich.